Okay, Leute, willkommen zurück. Hey! Immer das Gleiche. Wir haben jetzt diesen Pfeil ja entdeckt, ne? Und ich habe Leon gesagt, er darf da nicht hin. Lol. Okay, Leon will noch ein bisschen Geld holen, bevor wir starten. Das ist in Ordnung. Nicht das Bankding kaputt, Mann. Und zwar habe ich am Anfang von den... Also, bevor wir jetzt angefangen haben, den Open-World-Modus zu spielen, habe ich ja gesagt, ich will noch eine Bonusmission machen. Das ist die Bonusmission, die geheime. Und da wollen wir jetzt auch hin. Die machen wir jetzt in diesem Part. Moment. Aber Leon will noch Geld sammeln. Also lasse ich ihn mal noch kurz Geld sammeln und chill hier unten mit meinem Getränk. Oh, ich dachte, ich springe direkt ins Level rein. Das ist ja witzig. Aber nein, ich springe jetzt ins Level. Ich bin auf der anderen Seite. Okay, sollen wir starten? Ja. Diese Mission heißt Mittelerde. Und wo ist die? In Bruchtal. Bonus-Level spielen! Ey. Ey, und das ist richtig lustig. Au. Und das, wir haben einen Ladebildschirm und das ist, glaube ich, das ist der aus Herr der... Ist das aus Rückkehr des Königs? Ist das aus Herr der Ringe. Das ist aus Herr der Ringe. Da ah, ich glaube, das ist ja das ist der Rückkehr des Königs Ladebildschirm. Und zwar... Alter, das sieht ja aus wie ein Entwickler-Level. Und zwar bin ich Sauron und du bist Saurons Mund. Und hier müssen wir uns wirklich alles genau angucken, weil das hier ist ganz Mittelerde in einem Level. Und wir sind riesig. Also ich weiß nicht, warum Saurons Mund auch riesig ist, aber ich bin Sauron und ich bin riesig. Und Leon hat ja schon mal den Vulkan freigemacht und er baut mir gerade mein Dings Barad-Dûr auf. Danke, Leon. Bitte. Ich gucke jetzt mal, was ich machen kann. Also die Orks hier kann man nicht bekämpfen. Man kann auch hier... Alter, ist ja voll die Money-Mission. Wenn ich mich nicht irre... Oh. Oh wow, man kann switchen. Okay, cool. Das ist also schon ein an sich freies Spiel. Wir können hier erstmal jetzt alles machen. Bevor du Mordor verlässt, mach hier erstmal alles fertig, bitte. Da hat zum Beispiel was, was man machen kann. Kannst du das verstanden? Nee, okay. Aber ich. So. Ja, ich glaube, das ist eine Money-Mission. Wir müssen auf 1 Million kommen. Und das tut... Ja, stimmt. Es bringt gar nichts zu wechseln. Wir kriegen alle Items, die wir brauchen. Ich habe zum Beispiel jetzt eine Bombe dabei. Aber ich weiß gerade noch nicht, wofür ich die brauche. Ich werfe sie einfach mal. Und die Bombe ist respawned, weil das war nicht, was wir brauchen. Ich glaube, ich weiß wieder, was wir tun. Zerstören müssen. Kannst du mal bitte alles zerstören, Leon? Und nicht nur in der Gegend rumlaufen. Es tut mir leid, ich wollte mir alles genau anschauen. Ja, kannst du auch, aber das, ja. Ah, jetzt muss man was machen. Das ist mein Auge, wie es scheint. Wieso kann ich das nochmal? Oh, wir haben alles sauber gemacht und jetzt kannst du mit den Typen tanzen. Ja, da bewegt sich mein Auge, was keinen Sinn macht, weil ich bin hier. Stehe hier mit einer Bombe. Ich mache ja voll die geile Lightshow hier. Okay, du machst die offensichtlich für immer. Ich weiß echt? Ja, du machst die immer... Ich bin okay damit. Ich bin okay damit. Hey, warte mal. Hier war noch was zum Zerstören. Soweit ich weiß, müssen wir Barad-Dûr damit kaputt machen. Ja, auch zu tanzen. Aber arbeite! Ich weiß nicht genau, wo das Auge hingucken muss. Lass mal das Auge ein bisschen... Oder kann ich das? Ja, ich kann das auch. Es muss an irgendeiner bestimmten Stelle, glaube ich, stehen bleiben, oder? Die wäre? Ich glaube direkt von irgendeinem. Ich weiß es nicht. Bombe ist auf jeden Fall weg. So, ey, die Bombe habe ich in der Hand. Achso. Okay. Aber ich kann es nicht anvisieren, da wo ich hin will. Gut, okay. Sparen wir uns das für später auf. Ich weiß gar nicht, was ich tun muss. Ah, ja. Machen wir erstmal, das schwarze Tor können wir nicht kaputt machen. Okay, dann sind wir hier vor dem schwarzen Tor. Das ist, weiß gar nicht gerade, wie der Ort heißt. Oh, Vorsicht, Feuer, da brauchen wir erst. Ich glaube, das Feuer müssen wir vielleicht sogar ausmachen. Wenn ja, brauchen wir einen Eimer. Habe ich einen Eimer dabei? Ich habe einen Eimer, aber ich brauche das Wasser. Hm. Weil hier brennt ein paar Feuer, aber es kann sein, dass wir die nicht zerstören müssen. Sind es nicht... Ich glaube, es können sogar die Totensümpfe sein. Ja, ziemlich sicher doch, ja. Also hier sind die Totensümpfe mit... den ganzen kleinen Lichtlein, die brennen und Leichen. Und wir einfach alles kaputt. Ja, hier gibt es sehr, sehr, sehr viel zu entdecken. Aber wir sind jetzt halt noch ganz am Anfang. Da oben gibt es noch nichts, okay. Dann gibt es hier wieder ein Morgul-Item. Zerstört, sehr gut. Noch eins. Wir sollten in Erinnerung behalten, dass wir da noch eine Mine haben da hinten. Das hier ist, was ist das? Ist das Minus Morgul? Brauchen wir mal Minus Morgul auf hier. Okay, ich mach's kurz alleine. kann ich gar nicht. Wieso kann ich das nicht? Und wir brauchen erst Teile. Ja, wir haben die Teile. Also eins ist drin.
Das andere wehrt sich, oder? Ist das ein Kriegsolifant? Das ist ein Olifant, ja. Witzig. Irgendwas stimmt hier nicht. Das Ding will da nicht rein. Ich kann ihn reiten! Du kriegst Geld. Aber wieso kann ich das Teil da nicht reintun? Dammit. Okay. Du reitest gerade auf direktem Weg nach Minas Tirith. Das hier ist auf Minas... direktem Weg nach Geld. Ja, das auch. Aber hier ist Minas Tirith. Kannst du bitte nicht alles einsammeln, sonst verpasst du die Hälfte an Spaß. Stopp. Aufhören. Ich hab Spaß. Das ist schön. Das ist mega. Wir müssen das Step by Step machen. Ich kann ihn nicht einsammeln. Gib den mir. Stimmt. Daran erinnere ich mich jetzt. Bist du stark? Nicht so wirklich. Probier's mal. Oder probier's nicht. Ich kann keine Taste damit drücken. Ich kann's. Und Gronkh schlägt zu und Minas Tirith ist zerstört. Hast du einen Hebel? Nein, jetzt komm mal wieder zurück! Mann! Oh, wir können die ganzen Mauern von Minas Tirith zerstören. Wir können Minas Tirith komplett im Erdboden gleich machen. Oh, das gibt Geld. Nice. Okay, sehr schön. Gut, da hat es noch einen Teil. Hier ist der Olifant. Solche Level auch in anderen Lego-Spielen? Ich glaube nicht. Ich glaube, so was Heftiges haben sie wirklich nur hier gemacht. Das ist voll cool. Okay, das Item kann man tatsächlich nicht einsammeln. Gut, dann tauchen wieder die neuen Blauen auf. Dann gehen wir mal ganz... Da gehen wir noch nicht hin. Das ist Amonheen. Da gehen wir später hin. Wir gehen jetzt erstmal der Reihe nach durch. Jetzt kommen wir hier gerade nach Edoras. Das ist übrigens auch eine Ziege. Zwei Ziegen. Ziege! Das ist dem Uli. What the fuck? Das hast du jetzt schon wieder gebuggt, Alter. Okay. Wie komme ich so hoch? Wir sammeln jetzt erstmal. Wir machen jetzt erstmal Edoras kaputt. Kannst du bitte zurückkommen? Ich hab so viel Spaß! Das ist mir egal! Du entdeckst doch die ganze Kackkarte auf einen Schlag. Aber wir können die Schlampen ein bisschen wegkriegen hier. Was? Da war ein riesiges Herz. Ein gigantisches Herz. Sterb! Oh, das muss so mit Punktemultiplikatoren ja richtig Spaß machen. Komm, Riesenherzen vor mir gefallen. Ach so, stimmt. Es ist nicht so, dass wir riesig sind. Es ist, dass das Spiel winzig ist. Deswegen sind die Herzen so groß. Guck, warte, da kommt gleich ein Herz runter und... Nicht. Moment, vielleicht kommt bei der ein Herz runter. Schade. Okay, auf jeden Fall, du hast die Herzen hier, glaube ich, gesehen. Nee. Schade. Offensichtlich kann man die Halle von Edoras nicht zerstören. Ah doch, glaub später mit einem. Mit einer Bombe müsste man es zerstören können. Aber das dürfte nicht die Bombe sein. Du bist gerade im Fangornwald, by the way. Ja, ich war im Fangornwald. Der Fangornwald ist zerstört. Naja, es ist. Ah, da war ein Riesenherz. Da ist noch eins, da ist noch eins. Ja, das ist interessant. Also wir sind ja Sauron und wir wollen natürlich ganz Mittelerde zerstören und... Bitte chill mal, du bist viel zu schnell mit diesem scheiß Ziegending. Und ja. Wann kriegen wir gerade Geld die ganze Zeit? Das klingt nur so. Ja, jetzt haben wir alles an Geld eingesammelt, jetzt können wir Olifanten auch zurücklassen, okay. Als Sauron wollen wir natürlich Mittelerde vernichten und zerstören und jedes einzelne Gebäude in Mittelerde auslöschen. Und das ist übrigens gerade Isengard, das wir gerade zerstören. Hä? Besser gesagt ich, weil Leon jetzt ja nur auf diesem Ziege unterwegs ist und wieso, hä? Warum zerstören wir unsere eigenen Gebäude? Isengard ist nicht unseres. Aber wir haben es eingenommen. So, jetzt hat die Bombe mal was gebracht. Nein, wir haben einfach nur mit Saruman ein Bündnis geschlossen, temporär. Aber er hätte Saruman eh getötet, sobald er berühmt wäre. Berühmt! Wieder am Leben gewesen wäre. Wow. Jetzt, das ist Helms Klamm, ja. Ja, das ist schon fast der Stimme, bevor man es genau erkennen konnte. Da ist die Stelle, wo der Uruk mit der... Ah, genau, da ist die Stelle, wo der Uruk mit der Mine rein ist. Deswegen müssen wir jetzt auch eine Mine benutzen. Ah, diesmal ist ein Pfeil zu sehen, wo wir hinwerfen müssen. So, und dann ist das hier auch zerstört und weiter geht's. Wieso geht's nicht kaputt? Ein paar Sachen gehen nicht. Das ist aber doof. Da verstecken sich die Leute. Ah, das ist nicht so groß. Aber die verschwinden gleich wieder. Na, weil wir sie einsammeln. Wenn du die Herzen hast. Machst du die Herzen? Ja. Mhm. Okay. Ja, soweit wir die einsammeln, sind sie ja nicht mehr da. Aber das Geld ist auch nicht riesig. Nee, das Geld nicht. Hast recht. Nur die Herzen aus irgendeinem Grund. Aber wie du sehen kannst, ist das alles eine so eine riesige Lego-Plattform. Mhm. Okay. Das heißt, wir sind auf dieser Hälfte sozusagen fertig. Hier war noch eine Leiter. Geht hier nichts mehr.
Lass uns noch mal kurz nach Mordor gehen, weil irgendwie ist diese Mine immer noch nicht verwendet. Okay. Gut. Eine Ziege. Damit wäre Mordor fast zerstört, Gondor ist zerstört, Rohan ist zerstört. Und das müssen wir noch reinschieben, aber das geht nicht. Ist das verbuggt oder bin ich unfähig? Wir sind beide unfähig, Jönnen. Ich glaube, das ist verbuggt. Ich hoffe, es reicht trotzdem. Hast du es gerade zur Seite geschoben? Ah, sehr gut, okay. Ich dachte, das war irgendwie seitlich so ein. Das hab ich nicht gewusst, dass das passieren kann. Das hätte ich auch nicht erwartet, so wie das Ding markiert ist. Da ist noch eine Mine. Also vielleicht können wir. Versuch mal die ganzen übrigen Ruinen, die wir nicht zerstören können, mit der Mine zu zerstören. Hab ich die immer mal. Ja, spring mal ab und guck. Ja, nice. Oh, guck mal. Ja, das da ist jetzt ein bisschen Overkill, das ist nur so eine Blume. Aber okay. Guck mal, ob du Minas Tirith's Ruin. Oh, Minas Tirith ist schon weg. Ja, Minas Tirith ist verschwunden, aber Rohan und Edoras, Helms Klamm. Das da kann man, glaube ich, noch. Ja. Ich glaube, das war nicht die Stelle, die du treffen solltest. Toll, muss ich da jetzt jedes Mal. Mhm. Aber dafür haben wir ja so viele Ziegen. Whee! Ich gehe mal noch die andere Mine holen. Hier ist ansonsten alles sauber. Das heißt, sobald wir hier fertig sind, müssen wir durch Amon hin und kommen dann in den Westen. Sozusagen. Ich muss da tatsächlich mehrfach. Ja, ich muss. Das Problem ist, ich habe keinen Pfeil, der mir anzeigt, wo ich hinwerfen soll. Oh, meine ist weg. Echt? Okay, ja, okay, du hast das Ding getroffen. Das. Ja, dann hätte ich. Warte mal, ist das eine Säule zerstören soll. Was? Sieht aus, als wäre mein Auge ein Cheeseburger. Ja. Cool, mein Auge ist ein Cheeseburger. Ja, da ist mein. Dein Mund reitet auf einer Ziege. Dieser Satz ist sehr seltsam. Okay, gucken wir doch mal kurz, ob ich da noch was machen kann. Aber wenn das tatsächlich der Fall ist, dass wir die ganze Zeit hin und her reiten müssen, dann. Fuck. Gut gemacht. Das hat gerade kurz. Ah, guck mal, du kannst es auch so zerstören, Leon. Das hätte ich nicht erwartet. Das mal ausprobiert. Wenn es tatsächlich der Fall ist, wir müssen ja nur auf 1 Million kommen. Dann machen wir das erst am Ende, wenn es noch was fehlt. Oh, wir haben 3 Ziegen. Wieso? Okay, dann gehen wir nach Amon Hen weiter, damit wir weitermachen können. Das ist hier. Dann hat der Elefant auch eine Ziege. Hä? Achso, da fehlt noch so ein Ding. Weil das ist Los Lorien. Da ist ein Seil. Stopp. Oh, sehr gut. Brücke zum Einsturz gebracht. Hier kann man noch was machen. Was kann man hier machen? Da kann man das runterlassen. Dann kann man da hoch. Nehme ich an. Ich bin zwischen Blumen eingesperrt. Ich kann nicht mehr springen. Leon, kannst du mich hier rausholen? Kannst schlagen. Ich steck fest, ich kann mich nicht bewegen. Ich kann nichts tun. Sobald ich da hochgeklettert bin. Oh, ich kann da gar nicht hochklettern. Danke. Komme ich da überhaupt auf diese Art und Weise hin? Ah. Nein, ich will nicht runterspringen. Leon macht alles kaputt. Der Aufwand hat sich gelohnt. Leon vernichtet Lothlorien. Ich komme da trotzdem nicht hoch, weil sobald ich hier bin, droppe ich runter. Da fehlt wahrscheinlich noch was. Ja. Sehr guter Angriff. Ich mach so lange die Blumen kaputt. Zerstör du die Häuser, ich zerstör die Blumen. Das müssen ziemlich große Blumen sein. Ja, jetzt wo du es sagst. Oh, das geht ja noch weiter kaputt. Ja. So, das war's mit Lothlorien. Sehr schön. Irgendwann müssen wir noch so einen Scheiter finden. Ich glaube, den finden wir gleich. Hier ist noch eine Pflanze. Und du bist gerade beim Ausgang von den Minen von Moria und das war zu früh. Oh. Jetzt. Ja. Wir müssen nicht zwingend durch die Minen, denn das sehen wir hier gleich. Da ist der Ausgang der Minen. Ja, aber ich will alles sehen. Jetzt warte doch! Machen wir hier kurz das weg. Und dann gehen wir in die Minen. Am besten von der anderen Seite, damit es realistisch kommt. Ja, lauf. So. Und hier, ja, ist Moria. Und da sieht man auch schon die Skelette der Zwerge. Ich gehe über die Klippe. Wir rennen ein bisschen durch Moria. Es vernichtet die ganze fucking Architektur. Hier hat es noch Items. Items, genau. Stats.
hier sieht man auch schön, dass da, wo wir kommen oder wo wir herkommen, doch der unbebaute Teil von Moria war. Wo da der Balrog aufgetaucht ist. Und da, wo wir jetzt gerade hinlaufen, ist das, wo die Zwerge gelebt haben, bevor sie ausgerottet wurden. Ich hab den Hebel. Ah, sehr gut. Dann können wir gleich wieder zurück nach Amonheim. Den können wir ja an Volkiens Stellen ansetzen. Nee, bis jetzt war einer. Ich hab mehrere gefunden. Ich nicht. Tja. Dann zeig mir doch mal gleich alle. Ich bin ziemlich sicher, dass du dich irrst. Okay, das ist der andere Ausgang, da kommen wir dann wieder vorne raus. Wir haben alles. Ja, glaube auch. Aber da wir... Warum ist da noch Geld? Aber da wir ja hier noch nicht weiter wollen... Hier ist zum Beispiel einer. Den haben wir schon benutzt. Da ist ein Hebel dran. Es gibt mir nicht diesen Blick. So ziemlich jeder andere Hebel war befestigt. Das ist der, also nicht so ziemlich, das ist der einzige, der gefehlt hat. Oh, Saurons Mund, was tust du denn? What the fuck? Okay, das ist irgendwie echt unsinnig. Ich weiß auch nicht, kannst du vielleicht auf dem Ding laufen? Wahrscheinlich nicht. Ich kann es nämlich auch nicht. Und wir können theoretisch wechseln, glaube ich. Huh. Scheiß Elb! Okay, so kann man das Geld natürlich auch holen. Ja, Legolas hilft mal. Da. Kann ich wieder Sauron sein oder kann ich den nicht nehmen? Ich glaube, den kann ich vielleicht gar nicht. Eigener D. Das hast du dir selber reingebrockt. Aber ich werde auch Sauron sein. Wer ist noch böse? Ich kenne den Berserker nicht. Hallo, kannst du mal chillen? Heißt das, wenn ich Saurons Mund nicht mehr habe, habe ich ihn nie wieder? Ich könnte einfach der böse Gandalf sein, so. Ich bin einfach jetzt ein böser Gandalf. Könnte auch sein. Nee, ist Gandalf. Warum kann ich Gandalf? Weil ich gerade Gandalf bin. Aha. Okay, ich habe keine Siege. Wo gehen wir als nächstes hin? Lass uns erstmal in die Richtung gehen und gucken, was da ist. Wir sind jetzt ja in den Minen von Moria gewesen. Jetzt kannst du mal bitte von dem Ding runter. Du bist viel zu aufgeregt. Was ist das hier? Ah, das ist die Wetterspitze. Kannst du aber Fische total leiden. Hier ist die Wetterspitze, die ist so gut wie weg. Ich bin ein böser Gandalf. Hä? Du meinst bestimmt Saruman. Ja, ich bin eigentlich Saruman. Okay, mehr geht irgendwie gerade nicht. Ja, das ist natürlich auch... Ach Gott, das ist ja... Ich hoffe, dass das Level nicht automatisch endet, sobald wir die Million erreicht haben, weil ich glaube, das muss man nicht mehr alles zerstören. Hier haben wir irgendwelche Bäume. Ja, wir sind im Bruchtal. Nee, oder? Ist das Bruchtal oder ist... Nee, es muss Bre sein. Ja. Okay, Bre. Leon, du zerstörst mal weiter, ich gehe mit dem Ziege holen. Ich bin eifersüchtig auf meine Ziege. Ich kann nicht aus dem Bildschirm raus, oder? Doch, okay. Nee, ich will nur gucken, dass wir auch alles sehen, bevor du zu viel Geld einsammelst. Und mit der Ziege bin ich schneller, auch wenn es der Weg, die Ziege zu holen, wahrscheinlich länger dauert. Wo ist die Ziege? Ziege? Einfach von hier aus weiter. Da ist eine. Okay. Dann kann man sogar auf diesen Weg da gehen. Okay, ich bin Gandalf. Und ich gehe diesmal mal hier lang. Und zwar sehen wir hier noch Bruchtal. Okay, kannst du vielleicht doch mit mir mitkommen? Du bist gerade. Ups, das sind Beutels. Hobbingen. Das Problem ist, ich sehe überhaupt nichts, wenn du. Warte mal. Ah, da bist du. Okay. Dann hier ist mal Bruchtal. Da hat sogar noch ein Seil. Hier sieht man Bruchtal. Sehr schön. Können wir auch gleich zerstören. Wow. Sauron hat ja einfach seine Armee mit Ziegen ausstatten sollen. Okay, wir kommen hier nicht. Ja, jetzt komm, lass uns schnell nach Hobbingen gehen, komm mit. Und hier ist die Brücke. Und da hinten ist, glaube ich, nichts mehr. Gut. Und dann sehen wir hier, ups, und dann sehen wir hier Bre nochmal. Hier lang. Das ist wie Zorro, verläuft sich die ganze Zeit. Okay. Da lang.
Und hier sind wir in Hobbingen. Auf jeden Fall in Breland, Audenland, wie auch immer. Gut, dann können wir hier weiter mal mit zerstören. Die ganzen Hobbits ausrotten. Die kommen zwar eigentlich erst am Schluss, aber wir sind wütend. Anscheinend. Tatsächlich, um es storymäßig so teilgetreu wie möglich zu machen, hätten wir erst Brustteil zerstören müssen, glaube ich. Ja. Ja, schmeiß uns einfach raus. Krass. Okay, ich hoffe, dass man das dann nochmal komplett spielen kann. Aber wenigstens haben wir alles gesehen, ne? Ja, wir haben. Hey! Stimmt, das war jetzt halt noch Story-Modus. Oh. Man kann es dann auch noch im freien Spiel spielen. Und irgendwie war das ja auch freies Spiel, aber es war auch Story-Modus. Ist sehr seltsam. Aber so kann man auch sein Geld zusammenkratzen, weil man kriegt da relativ schnell eine Million zusammen. Und mit den Multiplikatoren würde es dann wahrscheinlich wirklich nur eine Minute gehen, höchstens. Natürlich kriegt man schnell eine Million zusammen, weil es immer eine Million ist. Egal. Okay. Das war's also auch mit diesem Part. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.